Hallo meine Freunde, wie geht's euch? Unser Verein hat in neue Scheiben investiert, wie ihr hier seht. Und die kommen dann ab morgen zum Einsatz. Wir haben sogar 50er Scheiben bekommen. Allerdings werde ich die nur für die Beinpresse und für das Kreuzheben einsetzen. Für die Kniebeuge ist es doch ein bisschen arg, habe ich die dauernd auf die Hantel zu packen. Da sind sie, die 50 Kilo Scheiben. Und das wird dann wirklich nur für die Beinpresse verwendet oder halt dann fürs Kreuzheben. Nun kommen wir zum eigentlichen Thema. Heute die schwere Kniebeuge. Ich werde bis 87% hochgehen und da werde ich 3 Wiederholungen schrubben. Freunde, drückt mir den Daumen, dass alles gut geht. Schauen wir mal meinen ersten Satz an mit 75%, 3 Wiederholungen, das lief, da muss ich jetzt nichts weiter dazu sagen. Nach der Pause ging es hoch auf die 80%, ich schnallte den Gürtel um und habe schon zu arbeiten gehabt, habe aber die Wettkampftiefe immer wieder erreicht und konnte auch stabil aufstehen. Bei der 87% habe ich schon gemerkt beim Herausheben, das wird schwer, da muss ich kämpfen. Ich habe aber nicht die innere Stabilität finden können. Das sieht man hier, da war es ein bisschen wackelig. Auch die Tiefe konnte ich in der ersten Wiederholung nicht erreichen. Viel mit Kopfkino gearbeitet. Im zweiten war es sehr kritisch gewesen, da musste ich mich wieder fangen, weil ich auch zu viel bewegt hatte. Und als ich die dritte Wiederholung machte, merkte ich schon, das wird eng, also bin ich auch gar nicht so tief gegangen und dann war alles vorbei. Meine Pausenzeiten habe ich in 3 Gruppen eingeteilt, bis 55%, nur 3 Minuten, das reicht vollkommen aus. Ab 65 bis 80 mache ich so 4 Minuten, das ist auch ausreichend für mich. Und alles, was so 85% bis oben endet, da geht es bis 5, 6, teilweise 7 Minuten. Und das ist für mich im Training komplett optimal. Früher habe ich es so gehandhabt, 2-3 Minuten, egal wie schwer, reicht aus. Ja, mit der Zeit reicht es halt nicht mehr aus. Und man lernt ja auch immer ein bisschen dazu. Ich hoffe, dass es für euch eine kleine Trainingsinfo war. Ich bin jetzt fertig mit der Kniebeuge. Ich fahre jetzt nach Hause. Freunde, man sieht sich. Hallo zusammen, schön, dass ihr auf meinem Kanal seid. Heute liegt das Bankdrücken bei mir an. Ich werde bis 97% hochgehen. Einfach nur testen, was machbar ist. Ich verwende dazu auch das Ramband. Und ich werde versuchen, alles rauszuholen aus mir. Ist jetzt keine direkte Wettkampfvorbereitung, denn nächste Woche ist ja schon die erste Runde im Bankdrücken in Thüringen. Und da will ich ja mit starten. Ich werde sehen, was kommt. Und nächste Woche werde ich individuell entscheiden, was ich drücken werde. 92%, 2 Wiederholungen, heute auch keine Pause mit dabei, nur reine Maximalkraftantestung. Nach der Pause die 95%, ebenfalls 2 Wiederholungen. Teilweise habe ich gemerkt, da kann ich bis zur Hälfte schon hochdrücken und auch bei den 97%, was relativ sehr, sehr, sehr schwer sein sollte, war es immer auf der halben Strecke schon zu bewältigen und dann kam das Ramband zum Einsatz. 97% heute auf der Bank gedrückt, mit dem Ramband allerdings 2 Wiederholungen gemacht. Soweit in Ordnung. Max-Test war für mich zufriedenstellend. Bin natürlich etwas lediert in das Training reingekommen, weil gestern war ja schwere Kniebeuge und da hat natürlich der Rücken und die Schulter und da und hier gezwickt, aber Schwamm drüber. Ich habe das komplett ausgeblendet. Ja, soweit alles okay.
Nächste Woche Montag gibt es nochmal eine Einheit auf der Bank. Samstag drauf ist dann der Wettkampf bei uns in Thüringen. Ich werde erst am Samstag nächste Woche entscheiden, was ich Bankdrücken machen werde im Wettkampf. Ich kann das erstmal jetzt nicht sagen und das entscheide ich alles dann am Samstag kurz vor der Waage. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. In diesem Sinne, macht's gut. Heute habe ich mir in meiner Küche einen Salat aus Gurke und Tomate mit ein bisschen Kräutern gemacht und dazu gab es Nudeln mit Hähnchenfleisch.